Hey, sehr und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Donkey Kong Country dabei wieder. Der. Wii Hawk LP! Was war denn mit dir jetzt los? Warst ein bisschen verpeilt? Nein, war ich nicht. Ich habe einfach nur gesagt, gedacht, ich sag mal nichts. Ah, wolltest du mich verarschen? Ja, eine ganz neue Taktik. Na, auch, diesmal wieder ein neues Lied. Ich darf schon wieder mal, ja. Warum verursache ich immer die Game Overs? Jetzt muss ich schon wieder hier. Das ist echt schlimm. Auch das Lied müssen die meisten kennen, hoffe ich. Müssen die meisten kennen, aber das Problem ist, oh Mann, das ist so lange her. Ich schau mal, ob ich es noch halbwegs kann. Also zumindest die erste Textstelle, die kann ich natürlich noch, aber danach wird es schwierig. Ja, okay. Ja, die Strophe von der zweiten Textstelle ist gleich der ersten. Also. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ich war schon öfter fröhlich, ganz fröhlich, doch so verblüffend fröhlich war ich bis heute noch nie. Ich bin auch manchmal schon mal traurig, so abgrundtief traurig. Dann bin ich schaurig traurig, dann tut mir alles weh. Bin manchmal leicht neurotisch, psychotisch und chaotisch, labil und neogotisch, doch heute bin ich okay. Aber jetzt weiß ich schon nicht mehr weiter, wie das dann ging. Ja, du hast noch 15 Sekunden. Bin ich deshalb so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, fast übertrieben fröhlich, so fröhlich war ich nie. Heute bin ich nicht verschossen, kein bisschen verschossen. Ich bin auch nicht verdrossen, das ist mir anzusehen. Okay. Heute bin ich ganz gelassen. Okay. Ja. Seit einigen Parts beginnen die Parts nur so, mit Singerei. Dieser Text ist irgendwie verstörend. Ey, nicht, dass du Albträume gerissst. Wirklich verstörend. Ja, dann verstör das Spiel mal weiter. Ach so, ich muss ja... Ja, du musst Pause wegmachen. Du bist dran. Ich muss in den fucking Emulator zurück und... So. Ja, genau. So, okay, auf geht es. Ja. Wäschetrockner, spannend. Also, das ist schon kurz vor dem Ziel. Ich habe den Pfeil schon gesehen. Da ist. Ja, da ist das Ziel schon. Das glaube ich nicht. Ich bin vor dem Exit verreckt. Und ich krieg jetzt den Ruhm dafür. Mach Speicher da. Speichere? Hm? Das musst du, oder? Nee, du bist Diddy Kong, ich nicht. Ach so, ich muss zurück zu der Ollen hier, genau. Ja, wir haben doch das Speicherfass, wieso sollen wir dann Safe Staten? Ja, hast recht, ist ja. Oh, ja, wir machen trotzdem Safe State, wir cheaten, obwohl wir es gar nicht müssen. So. Weil wir völlig wahnsinnig geworden sind. 27%. Kotz. Was? Ich habe in dem Moment ein Safe State gemacht, wo du reingesprungen bist. Warum? Weil wegen Baum. Ach so, klar. Der Baum ist schuld. Na dann. Und das ist ein Unterwasserlevel, was jetzt kommt. Sollen wir nochmal zu Cranky? Wenn du willst. Oh Gott, ja, wir gehen zu Cranky. Man hat einfach keine Ruhe hier. Erst die Kremlings und nun du. Der Crafty Croctopus versteckt seine Geschätze in den Korallen der Karambolage. Funky Kong kann dich überall dorthin bringen, wo du schon einmal warst. Irrt der Affe durch den Wald, lässt mich doch das völlig kalt. Okay. Markt Austern. Ach, der Witz war gerade so schlecht, ey. Ja. Aber hier kann man wenigstens links runterfallen. Ja. Und jetzt haben die Affen auch wieder Kiemen. Ja, warum auch immer. Das ist der amphibische Affen. Also, die Mütze, die ist komisch. Die wird gar nicht nass. Die schwimmt auch nirgendwo rum. Die bleibt felsenfest auf dem Kopf. Und Diddys Hängetitten bleiben auch unter Wasser, so wie sie sind. Herrlich. Okay, nein, das war jetzt doof. Ich hätte einfach mich runterfallen lassen sollen. So ungefähr. Boom. Auf den Korallen gelandet. Wow. 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 Oh. Ja, verdammt, ich hab das K nicht gekriegt. Wo war das denn? Na super. Ey, das ist scheiße, da durchzukommen. Oh, das letzte Leben. Ja, ja. Der Moment ist nah, es muss bald wieder einer sehen. Sehr super, ich hab ja nicht mal... Oh Mann.
War hier überhaupt ein Fass irgendwo? Ja. Direkt hier. Oh, Gott sei Dank. Nein, ich will dich schon wieder sehen. Du versuchst das jetzt mit allen Mitteln zu verhindern, wa? Auf jeden Fall. Scheiß Piranha. Wow. Oh, das war jetzt doof. Mann, ich bin ein Trottel. Du hättest dich einfach fallen lassen müssen. Ja, Entschuldigung. Ich hab nur diese Muschel da gesehen und hab gedacht, ich schwimme besser wieder nach oben. Warum auch immer. Eigentlich habe ich gar nichts gedacht. oben drücken. Ich kann alles... Ich kann mich noch retten, wenn ich ein Fass hole. Oder wenn ich... Kein Fass. Ja! Wieso freue ich mich darüber? Es tut mir leid. Gut, im nächsten Part werde ich wieder was singen. Ich finde übrigens immer noch, dass Donkey Kong auf diesem Bild ziemlich große Titten hat, aber gut. Du kannst ja in der Zeit nochmal was überlegen, was ich zu singen habe. Selbstverständlich. Mein Vater ist ein Mann, das wäre echt gemein. Ich habe dir vorhin schon gesagt, ich kann nicht jodeln. Ja, ja. Mit meinem großen Zeh habe ich ja die Bananen noch bekommen. Ich habe schon gedacht, mit deinem großen Zeh kannst du jodeln. Ich kann mit meinem Auge furzen. Cool. Siehst du, so einfach geht das. Ach so. Oder hast du eine Austernphobie? Ja, ich mag keine Austern. Haben die dich schon mal gebissen oder mit einer Perle bespuckt? Ja, jeden Tag. Das hätte jetzt so eine Frage von Killer Willa auf Formspring sein. Wurdest du schon mal von einer Auster bespuckt oder irgend sowas? Oder hast du schon mal eine Auster bespuckt? Ja, der schickt irgendwie... Was? Ein Hai. Der schickt immer so komische Fragen. Ja. Sieht aus wie der Hai aus Banjo-Kazooie. Ja, ein bisschen. Wow. Cool. Aber der... Mir jetzt ist aufgefallen. Der Omnom nommt auch gerne. Oh Gott! Speicherfass. Oh Gott. Das war jetzt knapp. Aber ich glaube, die Stelle ist auch einfach so arschknapp da. Ja. Drei Richtungen. Toll. Aber wenigstens nicht so weit von deinem Fail entfernt. Ja, sag es noch so schön. Von deinem Fail. Wo du draufgegangen bist. Und Jörg, nicht ich. Oh Mann. Oh. Oh Gott, ich will nicht. Lass mich hier in diesem Fass. Okay. Oh, dass der schon so früh abdreht. Aber wenn ich hier am Rand bleibe, ist das scheiße. Aha. On. Oh. Mal wieder on. Das ist Englisch und bedeutet an. Turn the radio on off. Oh Gott. Wenn ich hier bleibe, passiert mir nichts. Ich schwimme hier rüber, dann kann ich... Ja, komm, wir haben's fast geschafft. Nicht. Ey, das war jetzt fies, ey. Ja, irgendwie, ne? Ach. Wir gehen da jetzt durch, und zwar wie immer. Ganz zu Bordes. Oh Gott. Ich will dich. Nein, nein, oh. Oh, das war... Oh, Mann. Ganz humorlos. Wo hast du den Spruch eigentlich her? Magst du das mal erklären? Ich hab das mal in Golden Axe Warrior gesagt, im alten Projekt von mir, und Matze fand das unheimlich witzig, dass ich das dort andauernd gesagt habe, und dadurch ist das dann gekommen. Ja, und auch der Spruch, die Affen machen 5 Schaden. Wo kam das her? Ja, das kommt von Shadow Souls, Castlevania, weiß nicht, welcher Teil das nochmal war. Ja, da hat er gegen Affen gekämpft, die, ihn irgendwie genervt haben. Und einer davon hat, glaube ich, 4 Schaden gemacht. Ja, einer, er hatte noch 4 Energiepunkte übrig. Und auf einmal springt ihn dieser Affe an und er verliert daraufhin natürlich seine restliche Energie. Und daraufhin kam dann dieser geniale Spruch von ihm. Ja. Der Affe macht 4 Schaden, der springt nur rum. Ja, und seitdem, immer wenn ein Let's Player ein Spiel mit Affen spielt, kommt eben dieser Spruch. Genau. Ja, ist wirklich dieser Spruch ist echt einer, der in dieser Szene somit am bekanntesten ist mittlerweile.
Ja, jeder Let's Player hat so seine bekannten Sprüche. Ja. Und das könnte noch eine üble Stelle werden, da glaube ich. Ja, deiner ist zum Beispiel ganz humorlos. Ganz humorlos, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich einen habe. Ich wurde noch nie angesprochen auf irgendwas. Allein schon deine Begrüßung ist doch super. Also, wenn das nicht dein Markenzeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Ich dachte, Klanat wäre mein Markenzeichen. Dieses Spiel. Ja, gut, ja, okay. Das sowieso. Ja, das wirklich, Leute, schaut euch dieses Projekt an. Es ist wirklich mal was anderes. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es macht auch wirklich Spaß, da mal zuzusehen. Also ich finde es wirklich toll und es hebt sich definitiv von der Masse ab. Aber es ist tierisch schwer. Das geht irgendwann auf die Konzentration. Ich wollte vorhin 2 Parts am Stück davon machen, also 60 Minuten. Und boah, nee, das ging gar nicht. Das kann ich mir vorstellen, wenn ich überlege, was du da überhaupt alles vorlesen musst und so weiter. Das ist ja, irgendwann habe ich nur noch angefangen zu sappeln. Deshalb habe ich eine Aufnahme auch schon gelöscht davon und werde die nochmal neu machen, wenn ich ausgeruht bin morgen. Da unten ist der Frosch. Da unten. Was war denn da? Links neben der Muschel, in diesem Loch ist der Frosch. Dann können wir ein Bonus spielen. Lass mich den aber machen. Komm, tausch mal eben, bitte. Okay, ja, alles klar. Hau rein, Alter. Weil dann kann ich nämlich extra Leben sammeln und ich weiß, wo welche sind. Extra Lives. Oh, Junge! Also wie gesagt, allein schon 30 Minuten davon aufnehmen, das ist übel. Oh, Junge! Vor allem, wie viel Text das ist und da ich das ja auch mit verschiedenen Stimmenlagen mache. Ja, stimmt. Und dann auch noch in einer anderen Sprache. Ja, und dann noch in einer anderen Sprache, das ist besonders schwierig, das stimmt. Aber du machst das echt, gut, du hast ja da Erfahrung auch drin, aber du bist da echt gut drin, das muss ich wirklich sagen. Die ganzen Stimmen, nicht schlecht. Ja, durch das Fandubbing, was ich früher mal gemacht habe, ich da Erfahrung reinbekommen. Naja, das hilft ungemein. Die Leute sagen auch immer, ich sollte Fandubber werden, dabei mache ich eigentlich doch nur abgespackte Stimmen. Also ich weiß nicht, ob ich dafür wirklich so geeignet wäre, aber naja. Man kann es irgendwann mal versuchen. Ich glaube nicht, dass ich eine Dub-Stimme habe, definitiv nicht. Also. Ja. So, 6 Leben dazu bekommen. Boah, das ist doch genial. Und wir haben noch beide Affen. Mhm. Das heißt, es könnte sogar was werden, wenn wir uns jetzt gut anstellen. Was? Warum sind wir wieder hier? Das kapiere ich nicht. Jetzt haben wir 9 Leben. Wie scheiße ist das denn? Es geht alles von vorne los. Ich krieg die Krise. Und ich habe eben noch gesagt, wir haben eine gute Ausgangsposition. Jetzt ist es natürlich alles wieder zunichte. Aber wir haben Leben. Ich bin auch mal gespannt, ob noch irgendwelche anderen Let's Player auf mein Projekt anspringen werden oder darauf aufmerksam werden. Also es würde mich wirklich sehr freuen. Ich persönlich werde es mir auch weiterhin gerne anschauen, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, du kannst ja auch mal ein bisschen die Werbetrommel bei dir rühren. Okay. Das Feedback kommt, wie gesagt, ich brauche dafür unbedingt Feedback. Ja, es kommt ja auch nicht auf die Abonnenten an. Es geht wirklich eigentlich ums Feedback. Das ist wichtiger, wie wenn von 5000 Abonnenten vielleicht 20 Leute die Videos schauen. Das ist wirklich so. So, und jetzt? Nein! Ich habe eben schon gedacht! Warte, und jetzt ruhig. Da ist eine Muschel. Da waren, wieso ist der da oben? Das war nämlich der lag auf dem Wasser. Tut mir leid. Oh. Ja, ich war selbst überrascht davon. Oh Mann. Also wie gesagt, ich bin nicht so geil auf die Abonnenten. Ja, schön, wenn ich welche bekomme. Aber wie gesagt, Feedback ist wichtiger. So sieht's aus. Es haben sich mittlerweile auch bei mir treue Stammzuschauer angesiedelt. Das ist sowieso das Wichtigste. Also ich bin wirklich froh um den Kreis von, sagen wir mal, wirklich 30, 40 Leuten, die meine Videos regelmäßig schauen und kommentieren. Also die sind mir wirklich die allerwichtigsten. Mhm. Da sind auch zum Teil auch wirklich Freundschaften daraus entstanden, wie zum Beispiel mit Saboru oder... Darauf bin ich dann immer ein bisschen froh auch. Wenn dann auch mehr daraus entsteht einfach. Ja, genau. Ja, Kontakt. So. Oder wenn Let's Player irgendwas miteinander machen und dann auch der Kontakt bleibt. Genau. So, und das Level ist geschafft. Und da oben ist schon der Endboss. Also, wir gehen erstmal speichern. Ja, speichern wir und dann machen wir ihn endgültig fertig, wer auch immer der ist. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist King K. Rool. Nein. Nee, das dauert noch ein bisschen. Das dauert, ich weiß. Aber immerhin, 28%. Mhm. Update zur Installation. Klicken Sie hier für weitere Informationen. Fick dich. Bug Bumble! Unser Gegner ist Bug Bumble. Ich werd bekloppt.
Oha. Oha. Okay, rot ist in seiner Chemiefabrik. Rot ist Unbesiegbarkeitsmodus, das weiß ich noch. Hm? Zack. Okay. Hoffentlich ist das mal ein Endboss, den ich erledigen kann. Es wäre wünschenswert, weil der sieht nicht leicht aus. Was ist es denn nur noch unbesiegbar? Ja, der hat den Unbesiegbarkeitsmodus immer länger. Ah, okay, alles klar. Nein, du Depp, du sollst das Fass nehmen! Warum hat man das jetzt nicht gemacht? Keine Ahnung. Ich war zu weit weg vom Fass, glaube ich. Mist. Rumble be Bumble heißt er. Naja, der Bruder von Buck Bumble. Genau. Ich bin mal gespannt, ob Buck Bumble dieses LP sehen wird. Ja, ich auch. Vor allem bin ich mal gespannt, ob jemand das Buck Bumble LP mal sehen wird. Das ist so enttäuschend, aber egal. Und zu meiner Schande, ich habe es mir noch nicht angesehen. Ja, das geht, glaube ich, den meisten so. Es war eigentlich das Let's Play zu einer Zeit entstanden, wo ich langsam mit bekannter wurde. Und es ist aber trotzdem total gefloppt zu diesem Zeitpunkt. Das fand ich ein bisschen schade irgendwie, weil ich dieses Projekt eigentlich immer recht witzig fand. Aber gut. Naja. Oh. Ich glaube, den machst du besser. Ich glaube, bei dem fange ich mal an. Das wird nicht funktionieren. Hm? Das funktioniert nicht. Was meinst du nicht? Ja, weil guck mal. Ich starte das Level und der landet im Fass direkt. Was? Na, okay. So. War schade. Manche Projekte, naja, gut. Man kann sich ja nicht alles ansehen. Naja, sicher nicht. Aber gerade bei Buck Bumble finde ich es ein bisschen schade irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht solltest du das auch mal als Real-Let's Play ansehen oder wenn man eine kleine Zusammenfassung davon machen. Ja, vielleicht eher das, weil ich glaube als Real-Let's Play muss ich das nicht unbedingt machen. Ja, da ist ja schon Lylat Wars. Lylat Wars reicht ja und ein Let's Play habe ich ja schon mal Real-Let's Play, das war Last Ninja und allzu viele Projekte muss ich ja nicht nochmal machen. Das war's? Wieso haust du auf den Tisch? Ich hab den Controller hingelegt. Achso, ich hab schon gedacht hier. Nee, ich hab den fallen lassen. So, und mit der meiner Meinung nach geilsten Welt in dem Spiel müssen wir den Part jetzt auch wieder beenden. Uga, 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 uga. Das war ja Keanu und. Uga. Bis zum nächsten Mal. Ciao.